Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Erde, gerade im LS19 Alpine DLC zusammen mit dem Philipp. Einen wunderschönen. Moinsen. So, wir sind natürlich wie immer fleißig am Sammeln der. Der Lindra-Charakter nach oben ab. Oh nein. Ja, Philipp ist ja noch hat sich jetzt den Lindtrag und Ladewagen geschnappt und ist jetzt mit dem auf dem Weg auch zu der wunderschönen. Unsere wunderschönen Wiese, Acker, ich würde es noch als Wiese beziffern. Und ja, das heißt, dass ich alles wegmacht. Am Sammeln. Ja, soweit ich alles gefunden habe, kann zwar sein, dass irgendwelche Reste noch zwischen irgendwelchen Bäumen oder Buschen klacken, aber im größten Teil, glaube ich, habe ich oben alles weg. Gleich sammeln. Azubi ist auch wieder unterwegs. Sag ich doch, oh komm, nehmen wir da drüber, wenn die hier mit. Ich habe jetzt gerade gedacht, ob ich gleich wieder zurückfahre, aber ich glaube, das macht wenig Sinn. Ich bin hier schon gleich voll mit meinen 80% hier. So, hoppity hoppity hoppity. Abbremsen in die Kurve. Ah, da vorne bist du unterwegs. Hallo. Oh, ich bin voll. Eieiei. Dann machen wir mal ein Radio hier an. So, wunderbar. Dann düsen wir wieder zu unserem Hof. Jetzt können wir überlegen. Ah, ne, komm, ich fahr oben rum. Unitrag. Oh, hier. So, rundum leuchten an, weil es schon halb Nacht. Weil es ist dunkel, jetzt sagen wir so. Ist jetzt erst 8. Ja, aber es ist schon ziemlich dunkel dafür. Aber mei. Da drüben sieht man auch immer ein bisschen was rot blinken. Das sind, glaube ich, soweit ich weiß, die. Wie heißen sie jetzt nochmal? So ganz ehrlich, ich habe jetzt auch vorne meine Arbeitsbeleuchtung ein, aber. So. Aber wirklich, die Rundumleuchten habe ich auch bloß zum. Straßen. Geiler auch schon. Ja, ich weiß gar nicht, auf der Straße. Ich weiß gar nicht, ob man sie da anmachen. Glaub schon, oder? Auf jeden Fall auf so Bergpassstraßen wie hier oder so. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube schon. Oder auf jeden Fall, wenn man jetzt breiter ist, wenn man jetzt zum Beispiel Zwillingsbereifung auf dem Bergpass zum Beispiel drauf hat, dann ist klar, wenn man sie dann anmacht. Ich hoffe mal, das Heu geht noch alles in unser Lager rein, nicht dass es vorher irgendwie voll wird. Dann verkaufen wir es halt. Ja. Hat mir ein E vor. Ja, ich bin gerade. Achso, nee. Der Ding jetzt, der Heuverkauf hat da durchgehend offen, ne? Ja. Okay. Dann. Der müsste können halt nicht hinten rumfahren auch. Was hab ich denn hier für einen Schmalz geschwadet? Eieiei, du. Ich weiß der Schräge nicht, hier. Was für eine Schwarte du gefunden hast. Meine waren alle ganz gut, wo ich längst gefahren bin. So, kann ich abladen? Ich kann abladen, aber ich voll. Bin voll. Bin am Scharen. Uff. So, brauchst du abschleppen? Oder geht's? So. Unser Hund haben wir natürlich auch noch schon fleißig gefüttert, der ist eh glaube ich schon pennen. Aber weil wir wieder die ganze Zeit draußen reinfahren, glaube ich, kann er nicht schlafen. Doch. Jo. Klappt am Hunde weniger Probleme damit. Ich weiß es nicht. Immer aufpassen, wenn wir Lichter sehen. Oder fahrst du über die Serpentine oder über Hauptstraße? Ja. Okay, ich auch. Also ich habe nur Umleuchten und Lichter. Nicht offen, ne? Ich auch nicht. Aber bis da, was ich. Ah, da drüben sehe ich dich. Runterkommen. Ich sehe gar nichts. Wir treffen uns ja jetzt genau in der. Oh. Alter. Eieieiei. Hallo, ich habe den Platz gemacht.
Ja. Warte mal, hab ich. Jetzt habe ich Fernlicht an. Dann sehen wir ein bisschen mehr. Ich dreh durch. Der zieht nicht mehr. Braucht der Unit, braucht der Lindtrag ein Frontgewicht? Nein, das nicht, aber. Aber? Hier geht's schon runter. Da hab ich schon gedacht, jetzt hat er da ihr Lindtrag, das Getriebe gerade, aber hast du jetzt das Mikrofon blasen? Jetzt habe ich fast gedacht, der Lindner Uni, der Lindtrag, da, bei dem hat das Getriebe kracht, da hast du ins Mikrofon gepustet. Kann ich eigentlich, wenn, weil das Mikro ist links neben mir. Und wenn ich rein. Du hast irgendeinen Bogen machen und das hat sich angehört, dass wie bei mir das Getriebe krachen würde. Oh, das hat wirklich gekracht. Kann gut. Man weiß es ja nicht. Ich glaube, ich brauche doch ein Frontgewicht. Also wenn das Getriebe gekracht hat, dann sollte man den Lindtrag vielleicht eine Wartung geben. Aber mei. Häng dem. Wir brauchen mal echt kleinere Gewichte, ne? Wir haben bloß Tonnen. Wir haben bloß Gewichte mit einer Tonne. Und davon drei. Oh. Ja, ja. Gut, ne? ganz schwierig. Ich muss da mal ein bisschen auf dem Motorrad rumstöbern, ob ich da schöne finde. Oder wenn ihr schöne wisst, gerne in die Kommentare damit schreiben. Wir haben ein Gewichte-Pack mit drauf. Ja, wir haben diese Schlepper-Dreieck-Pack aber mit drauf. Ansonsten, aber glaube ich, also Gewichtsauswahl haben wir jetzt nicht allzu groß. Soweit ich noch der Meinung war oder bin. Ich glaube, ich habe auf Motorbike schon mal schöne gesehen. Müssen wir mal gucken. Oh, 8 und 9. Der Schlepper 3 gehört dran. Was stimmt denn? Was war 8 und 9? So, das Ding hat es dran. Ich kaufe nochmal eins. Also, hast du keinen Schlepper 3 gekauft oder was war oder was repariert? Ich habe ein Gewicht gekauft für Schlepper 3 und dann habe ich gemerkt, der Schlepper 3 hängt am Steuer dran und ich hatte keinen Bock, das jetzt nochmal abzuhängen. Also. Und jetzt habe ich gerade nochmal eins gekauft. Ja, okay, Schlepper 3 die kann ja nicht genug teuer haben, ne? Nee. Gehen voll klar. So. Leute, bald ist Weihnachten. Ich freue mich. Und ihr hoffentlich auch. Ich hoffe mal jetzt vom Zeitplan technisch geht hier alles sich aus, weil ich habe für Weihnachten einiges geplant. Nicht nur familiär, oder ja, familiär kann man nicht so viel machen wegen Corona-Monat, aber mal. Aber vom Projekt technisch her habe ich einiges geplant. So. Da unten sehe ich, ah ne, sind Autos, okay. Lassen wir rollen. Ja, aber auch nicht langsamer, ne? So. Also ist echt schon stockdunkel, ne? Hier ist schon unsere Einfahrt. Das Gewicht schaut niedlich aus, alles passt dazu. Bin mal gespannt, welches du gekauft hast. Warte mal, ich könnte eigentlich. Soll ich mal unsere Lichter am Hof anschalten? Wollen wir nicht. Wir sind ja hauptsächlich sind so gut wie nie daheim. Stimmt auch wieder. Wir haben ja überall diese Laternen rumplatziert, wie ihr seht. Aber. Also wenn wir mal viele am Hof machen, dann ja, aber momentan sind wir ja kaum am Hof. Ja, stimmt auch wieder, wir fahren eigentlich nur. Dann machen wir dann einfach Arbeitsbeleuchtung an und das war's. Ja. Im Prinzip allzu viel können wir am Hof eh nicht machen. Tiermäßig die paar Schäfchen, was wir haben, die, wenn man denen mal einen Ballen, Heu oder was auch immer reinhaut, dann sind die wieder eine lange Zeit. Und dann noch Arbeitsbeleuchtung am Ding dran. Am Ladewagen. Arbeitsscheinwerfer und einen Ballen, also hab ich kein Problem mit. So.
Bist du wieder an unsere Wiese? Es wird aber rapide dunkel. Ja, habe ich vorhin schon auch gemerkt. Also ich würde es tatsächlich sogar... Ich habe fast wieder den Stein mitgenommen, ne, weil ich zu dir raufgeschaut habe. Ich weiß jetzt gar nicht, ist von der Dunkelheit her, ist aber glaube ich noch ein bisschen heller als wie auf der Gerade, oder? Safe, sicher. Ja, auf der Gerade war es schon einiges, wenn es da Nacht war, dann war es Nacht. Oh. Dann hast du wirklich nicht wirklich die eigene Hand vor dem Auge gesehen. Nee, da hat man auch die Festtagsbeleuchtung anmachen können und man hat jetzt nicht allzu viel gesehen. Ich hatte auch Fernscheinwerfer auch immer ein, gell? Fernlicht, Fernlicht immer an, gell? Ich hab trotzdem nicht weit gesehen. Ja. So, irgendwo hier vorne geht's wieder runter. Ich nehme eigentlich immer die Penipsis mit, ne? Tut mir auch leid. Aber ich finde keine andere Einfahrt schon. Fahrt's einfach mal hier rechts und weil ich da weiß, dass da noch eine Bahn liegt. Oh Gott. Müssen wir gucken, weil es ist Nacht und ich sehe die Bäume nicht so schnell. Da ist ein Map-Ende. Ah, da liegt noch eine. Und hier liegt auch ein bisschen was. Nehmen wir natürlich gleich mit hier. Jedes Prozent hier. Ja, wird hier mitgenommen. So, das haben wir. Düsen wir mal noch. So. Oh, Bremsen. Und hier geht nämlich schon die nächste Bar wieder los. Oh, der eine Übersprung, egal. Nehme ich dann beim wieder hochfahren mit, wenn ich dann soweit komme. Geht schon gut was runter, auch dafür, dass es halt ja ungetüm war. Aber man muss dazu sagen, die. Oh, das müssen wir dann auch nochmal gleich machen, ne? Düngen. Düngen? Mhm. Ja, unser Acker braucht auch nochmal düngen. Ich habe auch wieder. Ist der eigentlich schon gestriegelt, ja, gell? Ja, gestriegelt ist er schon, also Unkraut ist weg. Er muss jetzt bloß noch einmal eine Düngestufe drauf und dann hat sich das. Ich werde jetzt glaube ich den Unitrag noch mal einmal voll machen oder zweimal und so, und dann werde ich mich gleich ans Düngen machen. Damit man ich habe jetzt fändigt an uns Arbeitslicht. Das geht dann auch eigentlich relativ okay. Ja, also, es reicht um die Bahn zu sehen und das ist ja die Hauptsache. Ja, also das vordere Arbeitslicht halt. Weil hinten, du, wenn ich schön auf der Bahn lieg. Ja, nur nicht allzu viel. Der einzige, ja, okay, ja. Man müsste, glaube ich, die Pickup vom Ladewagen sehen, aber. Es wird bei mir schwierig, weil ich sehe nur die ganze Zeit auf dem abwippenden Lindner sitzt. Ja, es liegen doch noch ein paar mehr Bahnen, als ich dachte. Ja, ich glaube, ja, einmal oder zweimal komme ich dann doch nochmal mit vorbei. Alter! Jetzt zeige ich mal, wie ein Unitrag da hochkommt. Dann steigt. Eieiei. Zack! Man muss auch sagen, ich habe nur 12.000 Liter drin. Das ist dann doch einiges weniger. So, dann umläuft wieder an. Wir sind auf der Straße. Warte noch, bis ich auch da bin. Okay. Kommt er? Bin dabei gerade zu kämpfen. Ah, tut sich der Linktrakt da so schwer? Wieso denn ich sehe nicht mehr? Hallo? Weiß nicht weshalb. Da drüben sehe ich ein Licht. Ich sehe dich kommen. Dann? Ich kann ja Eira nicht einschalten. Ich habe vorne die Diffstelle rein, aber. Ey, ich kann nicht höher schalten, ne? Lass mich mal kurz. Ich muss mal selber kurz probieren. Oh, jetzt geht's wieder ab. 70% habe ich. Kannst du mitfahren? Nee, ne, haben wir schon ausprobiert. Nee, leider nicht. Ich habe 70%. Ich glaube, die Bahn schaffe ich noch ungefähr, dann bin ich auch voll. Aber hast du das Gewicht von mir gesehen vorne? Nee, habe ich jetzt gesehen. Ich muss mir dann mal nachher angucken. Flo. Ja, jetzt bist du von mir weggefahren, Mann. Das schaut ein bisschen niedlich aus, aber das passt dazu, finde ich. Oh, da drüben ist der Mond. Das ist diese 400 Gramm, Kilogramm Gewicht. 400 Gramm, ich glaube, ich würde nicht allzu stark merken. 400 Gramm, ich glaube, das wäre nicht mal... Das wäre weniger als wie der Schlepperträger alleine.
Ja. Kann man hier. Oh, Ich komme. ja. Schön, schön. Kommst du? Erfolg. So, beschleunigen wir mal hier wieder ein bisschen mit dem Kollegen. Uhr, kurz nach 8 haben wir es. Ja, jetzt sieht der Lindner. Bist du noch? Hier drüben bin Der ich. wäre schon unterwegs. Du kannst ja die über die Wiese abkürzen, wenn du willst. Ich schau nicht Ich hin. werde nicht über die Wiese abkürzen. Okay. Weil wenn er wieder schaut, dann heißt der kürzt immer ab, die Faust. Im Spiegel sehe ich dich nicht, dafür ist es zu dunkel. Ich muss eigentlich nur warten, bis ein Licht hinter mir auftaucht. Straßenschild, was heißt denn das? Achso, wegen Sabatinen. Oder starke Kurve, ne, starke Kurve nicht, aber. Ist ein Arzt, der Hänger geschafft. Okay, der Link Bin da auch. da. Schieb an, Oh schieb Gott, an, ich sehe das schieb Licht. an, Wieso? Jetzt schieb sehe ich an. das. Ei, 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 ei. Hallo. Ich sehe halt, das Licht immer noch in meiner Hexe. Ich dachte, ich warte so die ganze Zeit drauf, dass das Licht im Rückspiegel auftaucht, dabei kommt da gar nichts. Nee, nee, Scheiße, nee. ich runterschalten. Scheiße, scheiße, scheiße. Wo bin ich denn? Scheiße. Ich wollte eigentlich Sven nicht ausschalten, aber runtergeschaltet. Scheiße. Hast Stein auch wieder gefunden? Nein. Okay. Eieiei. Ich hab die ganze Zeit Rückspiegel geguckt, denk mir so, wo bleibt der Junge denn? Und dann sehe ich plötzlich ein Licht in meiner Scheibe auftauchen. Oh Mann. Das war aber so hin, dass du da auch daneben ran pasch. Hup. Druf hier. Gefunden. Das habe ich gesehen. Ah ja, das sieht ja hier voll gut aus. Ja, fang ich dann und Himmel, 400 Kilogramm. Ja, aber das reicht. Wie soll ich arbeiten? Leicht. Weil er braucht viel Gewicht auf der Vorderachse, braucht er ja da nicht. Das ist ja nur Zugarbeit. Der braucht viel. Ja, okay, doch, ein bisschen Gewicht braucht er schon. Ja. Damit er Kraft auf den Boden bringt, aber sonst. Ja. Weil er braucht jetzt kein Tonnengewicht vorne dran. Nee! Wo wir genug daheim haben. Ja. Kann möglich sein. So, einmal fahre ich jetzt auch nochmal hoch und dann mache ich mich ans Düngen, damit wir da ungefähr einigermaßen gleichzeitig fertig werden. Damit wir auch den nächsten Tag vorspulen können. Und Ich habe da kein vielleicht Problem mit. unsere Silage verkaufen. Damit wir wieder ein bisschen zu Geld kommen und vielleicht ein bisschen was von den Schulden zurückzahlen. Oder was meinst du? Eher vorher zu Schulden ein bisschen zurückzahlen oder auf die BGA gehen? BGA. Weil wenn Okay, wir die dann BGA sind wir haben, einer haben wir den Meinung. Selbstläufer. Ja, dann sind wir einer Meinung. Ich Weil weiß gar dann nicht, wie gehen der die Dinger momentane von. Silagepreis ist. 200, 300 war da mal. Und wenn wir dann die BGA selber haben, da bleibt der Preis meistens immer relativ konstant. Und Das naja, ist heißt ja doch. meistens, der bleibt konstant. Bleibt immer konstant. Ich dachte, da kann Weil der teilweise mal sinken. Strompreis immer konstant bleibt. Du machst einmal Ja, einen stimmt. Strompreis aus mit jemandem und der bleibt dann immer so. Und das Gute ist, wir kriegen ja dann auch noch Gärrechte, ne? Genau. Das heißt, wir Wir können werden auch dann auch grillen. automatisch Bio. Ja. Da müssen wir nicht dickes Düngemittelzeug da vom Händler kaufen. Das auch teuer ist. Ah. Aber das Ding ist, im Raum ein Güllefass. Ah, ne, warte, es gibt ja von Lindner den. Ja, ne. Das Ich Ding bin ist bei uns im halt. Feld drin. Ist das bei dir auch so, dass dir der Fahrst immer abstirbt, na du? Ja. Runterfahrst. Aber das Ding ist halt. Es gibt ja für den Unitrakt dieses Aufbaufass, soweit ich weiß, ne? Aber. Oh ja, da kommt daher geschossen. Aber was ich tatsächlich glaube, ist,
dass weil wir sind ja eher relativ, wenn man jetzt von den Wiesen absieht, feldertechnisch eher im ebenen Bereich. Und dieses Fass, was für den ist, der hat ja diesen Strahl, diesen Güllewerfer oben dran, wo er halt auch schön an die Hänge hinspritzen kann. Und ich glaube, das braucht man da einfach nicht. Dass man ich da eher auf einen Hammer nehmen. Normales Güllefass gehen, ja. Ich würde dazu einen Hammer nehmen, weißt du warum? Hm? Die anderen haben alle Erfederungen und fliegen in Real Life leicht um. Okay. Weißt du warum? Hm. Weil wenn man am Hang steht, dann geht die Gülle auf die Seite. Das Fass geht weiter in die Federung, die Gülle drückt immer weiter und weiter und weiter und weiter und dann fliegst du irgendwann. Beim Zoom und der Zoom-Hammer hat keine Federung, läuft dafür aber nicht so schön halt nach. Und kann dafür aber nicht so schnell umfallen. Es drückt halt dann bloß maximal in die Reifen. Ja. Mehr ist es nicht. Und das ist halt dann hier Premium. Mhm. Ja. Dann haben wir halt eben dafür mehr Reifenverschleiß, oder? Nee. Nee, oder? Du kannst wegrutschen. Oder das? Weil wirklich Reifenverschleiß hast du beim Güllefass. Du hast eine Lenkachse. Ja. Nicht wirklich. Außer beim Anhänger ein bisschen. Und auf der Straße auch. Aber sonst. Im Acker hast du relativ wenig. Ja, im Acker schon. Also vielleicht hier da hier und da mal ein bisschen Steinchen, aber. Das ist schon so wieder viel. Voll! Ja. Ich habe nur 12.000 Liter Platz. Und du hast knapp die doppelte Menge. Ja, ich doppelte jetzt nicht ganz, aber rasch. Ich wollte gerade fragen, wo bist denn du gerade? Ja, ich bin schon wieder voll. Ich bin schon wieder bei unserem Hof. So, okay. Ich weiß jetzt gar nicht, auf unserer Wiese, die wir jetzt nur gekauft haben, ist jetzt da eine Dünge. Nee, das ist. Wenn ich jetzt nochmal Dünger, ist auch die zweite normalerweise drauf, weil wir es einmal abgemäht haben. Soweit ich noch weiß, also die richtige weiß, aber ich guck nochmal nach. So, den laden hier mal. So, dann gucken wir mal nach. Erstmal Silagepreis liegt bei 290 steigend. Ist gut, ist gut. Dann gucken wir uns auf unsere Felder. Die 1, weil das sehen wir so, ist einmal gedüngt. Benötigt. Ja, okay, das ist nicht so schlimm. Die ist einmal gedüngt. Okay, da dünge ich nochmal einmal drüber und dann passt die Sache. Ja, wunderbar. Dann parken wir den an die Seite, weil der steht jetzt schon so im Weg rum. So, ich stelle ihn jetzt mal hier hin, ich störe jetzt nicht. Wer weiß, vielleicht braucht man später noch. Rundumleuchte aus, Licht aus. Ja, passt. Dann schnappen wir uns unseren Speer, der steht auch schon wunderbar bereit. So. Und Licht reicht. Dünger, ja, reicht auch noch locker aus. So, wir brauchen wir jetzt da nicht. Wunderbar, da geht's direkt mal auf zum Weg. Dann, ja, ich mach zuerst das Feld und dann die. Oh Gott, das war gerade ein bisschen knapp. Und dann die Wiese. Ah, du kommst auch da vorne schon wieder. Da sehe ich dich kommen. Mach doch dein Fernlicht aus. Bollert der mir mit dem Fernlicht vorbei, ey. Ja, ja. Dann muss. Vorne machen wir mal zu, sonst zieht sie rein. Zack. Oh, die ist ein bisschen schmutzig. Eieie. Tanken könnte man nicht gut ausschauen, die ist schon halb leer. Oh Gott. Kurz mal weggeguckt, dann kommen wir gleich mal auf die. Fährt mir gleich mal die Straßen. Pfosten um hier. Kann jetzt eigentlich hier gleich runterfahren, ne? Ja, wenn ich auch machen, ne? Warte, jetzt mache ich aber hier Arbeitsbeleuchtung, weil sonst sehe ich nichts. So. Bremse, bremse, bremse. Hallo, hallo, hallo. Oh. Oh, das ist noch gar nicht gewachsen. Oh, nee. Ja, natürlich ist nicht so optimal. Wenn wir minimal vorspulen. Na gut. Ganz vorsichtig wagen und mal ran.
Okay, mit 120 komme ich nicht weit. Nehmen. 1500, da geht's nicht allzu schnell. Ah, und jetzt geht wieder die blaue Phase los. Wächst da mal was? Hallo? Ah! Wunderbar. Ich weiß nicht, wieso ich sie jetzt so hell ist, ne? Aber ist halt so. So, warte, weil der Mond jetzt volle Beleuchtung bekommt. Stimmt. So, warte mal, das geht doch, oder? Ja, wunderbar. Verpasst die Sache. Ah, dieser Unterschied. Ey, dieser Unterschied, ne? Mhm. Vom linken Unitrack zum Litrack. Mit dem Ladewagen. Ja. Der zieht ganz anders da. Ja, der hat auch weniger drin. Aber vom Hang runterrutschen kann man denn noch immer. Passt. So. Haben wir, ja, bis dato, wenn ich mich beeile, will man keine Miete für den Düngerstreuer zahlen. Oder haben wir schon? Ne, haben wir nicht. Soweit ich weiß, haben wir noch keine Miete gezahlt. Also ich glaube, die dunkelsten Stunden haben wir hinter uns. Ja, das auf jeden Fall, weil zum Dunkelsten. Ja, weil jetzt, ich weiß nicht, an was liegt an dem Mond, dass der es heller macht. Ja, wenn man sehen würde, wo ist er denn? Ah, das ist halt genau über mir gerade, wenn ich hingucken kann. Der ist hinten irgendwo. Ja, irgendwo also da oben. Im Himmel. Recht bei dir eigentlich weit oben. Normalerweise müsstest du sehen. Ja. Aber wenn ich jetzt in, ich sehe da zwar oben, dass er da oben sein müsste, aber ich sehe da nicht hin. Wenn ich jetzt aussteige, müsste ich ihn eigentlich sehen, ne? Ja, genau, da ist genau. Er. Hallo, wo rollen Sie denn hin? Das können Sie doch nicht machen. Der variiert hat. Dann drehen wir hier einmal geschwind. Und wie hast du das gefunden mit dem Lindner Unitrack? Schön angenehm. Also in Innenansicht meine ich jetzt. Angenehm, also man hat im Prinzip nichts liegen lassen. Ja. Also ich habe mit dem gar kein Problem. Ich finde sogar, dass man einen besseren Überblick hat mit dem, als mit dem Ding. Also mit einem normalen Ladewagen. Mhm. Ja, ich glaube. ich glaube, er läuft einfach schöner hinterher. Na, im Prinzip bei dem Ladewagen muss er immer von der Schwarz immer bis, oder wurde nicht gesehen. Keine Ahnung warum. Dann musst du immer mehr ausholen, damit der die Pickup dann die Schwarzstühle mitnimmt. Und da kannst du einfach immer schön auf der Schwarz, ja, bleiben mit dem. Also beziehungsweise du guckst immer neben der Schwarz. Ja, weil du lenkst und die Pickup geht auch sofort mit. Das ist schon angenehm. Muss man schon sagen. Man hat aber dafür immer mal halt einbußen, nicht so viel Wirbelungen, aber das war jetzt auch nicht so schlimm ist. Okay, ich fahr schon öfter. Ja. Gut. Okay, über die Gleise fand ich nicht so gut. Nicht allein nur, weil der Zug kommen kann und dich weghauen, sondern auch wegen der Holperei. So, das Feld haben wir jetzt gleich. Jo, wunderbar. Dann gehen wir auf die 1 rüber. Und dann können wir das Teil nur zurückgeben, noch nicht. Wir müssen es vorher am Hof nochmal erklären und dann können wir es zurückgeben. Wir sind schon. Ein bisschen die Zeit verplant, aber ich glaube, es macht euch ja nichts aus, wenn die Folge mal ein bisschen länger wird. Aber wir sind dann für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Jetzt kommt natürlich die Abmoderation, die niemals fehlen darf. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet auch keinen Sinn. Und den roten Knopf draufhören, fast und die Gitarren, Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Das war's von mir. Dann sehen wir uns schon bald zu einer weiteren Folge hier auf der Erlengrad. Und dann bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao, ciao. Ciao.
compass was wrong. And I'm still on my way, closer each day to where I belong. I'm still rolling the dice, praying.